Okay, dann herzlich willkommen auch nochmal an alle Leute im Stream. Vielen Dank, dass ihr euch dazugeschaltet habt. Ihr seid beim 134. Netzpolitischen Abend. Wir hatten im Februar, wir machen dieses Format einmal im Monat, auch einen sehr spannenden Vortrag zu digitaler Kontrolle im Einsatz gegen Geflüchtete. Genau, die Videos sind online, es ging um die Bezahlkarte, es ging um Kontrolle an europäischen Außengrenzen. Anna Biselli hat gesprochen, Andrea Kote, Lena Rohrbach und Sarah Lincoln. Auf jeden Fall sehr spannend, auch krass und furchtbar, aber lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen. Genau. Für alle, die Fragen haben im Stream, könnt ihr gerne auf Mastodon unter Hashtag NPA134 stellen. Genau, für alle anderen gibt es eine Fragerunde nach jedem Input. Und inhaltlich wird es sich zuerst um feministische Netzpolitik handeln. Christina Dinar von Netzforma wird uns dazu was erzählen. Dann geht es um Pressefreiheit und den Fall von Arne Semsrott. Dann spricht Jan über Matrix in der öffentlichen Verwaltung und Nadine über den Polychat und Interoperabilität. Genau. Und am Ende gibt uns Tom nochmal ein Update zur Chatkontrolle. Genau, dann Christina, komm gerne auf die Bühne. So, ja, vielen Dank für die Einladung. Ihr könnt euch sicher vorstellen, warum Feminismus jetzt, natürlich, weil wir den Frauen/Flinter/was immer auch Tag jetzt haben in Berlin und wir dürfen dafür auf feministische Themen gucken, dürfen wir natürlich das ganze Jahr, das jetzt vorab. Ich stelle euch ein bisschen die Arbeit von Netzforma vor. Hier vorne ist noch Hanna, Hanna ist auch Mitglied. Dann erzähle ich so ein bisschen darüber, was wir unter feministischer Netzpolitik eigentlich verstehen und wie wir das so angehen. Das hier ist natürlich auch nochmal ein Werbeaufruf, wer Lust hat, bei uns Mitglied zu werden. Wir freuen uns immer über neue MitstreiterInnen, die dabei sind und sich einbringen. Und am Ende gebe ich euch so ein bisschen Ausblick auch nochmal darauf, glaube ich, wie differenziert oder vielfältig auch ein feministischer politischer Blick sein kann, ein bisschen im Abgleich zu zum Beispiel den Akteurinnen von Superlab. Das ist so ein bisschen dann der Ausblick, wie ich denke, wie man auch noch mal weitermachen kann. Okay, also genau, wir haben uns gegründet 2018. Eigentlich ist Netzpolitik auch ein bisschen schuld dran. Diese Gruppe gab es eigentlich schon bereits seit 2013, 14 würde ich sagen, die gesagt hat, okay, aus so einem Umkreis von Gitti Henschel am Gunda-Werner-Institut der Böll-Stiftung, vor allen Dingen zu nennen, ist hier auch nochmal Francesca Schmidt, die heute hier nicht sein kann, aber die das Buch dazu geschrieben hat, was ihr euch alle auch gerne lesen können, feministische Netzpolitik, das hat sie geschrieben, auch als erste das Thema mit vorangebracht. Und wir waren so ein loser Verein aus verschiedenen Aktivistinnen, WissenschaftlerInnen, aber auch viele, die zum Beispiel im Bundestag gearbeitet haben oder wie ich damals, habe ich in einer anderen NGO gearbeitet. Und wir hatten häufig das Problem, dass wir dieses Thema netzpolitisch gar nicht so gut adressieren konnten oder auch nicht feministisch, weil wir in diesen NGO-Zusammenhängen dann, ich habe zum Beispiel damals bei der Amadeo-Antonio-Stiftung gearbeitet. Mein Job war eigentlich über Rechtsextremismus im Netz zu sprechen. Dass natürlich digitale Gewalt, Geschlecht eine Rolle spielt, dass auch ein feministischer Anspruch da drin eine Rolle spielt, da war kein Raum dafür. Und so haben wir diesen Verein gegründet. Und wir wollten einfach eine feministische Durchdringung der Netzpolitik. Damals war das Blog Netzpolitik.org auch echt wirklich noch sehr wenig präsent. Man muss auch noch mal sagen, ganz vielen, also das hat sich sehr geändert bei Netzpolitik.org, aber das war eine lange Zeit, waren solche Themen schwierig einfach darzusetzen. Also nicht Rechtsextremismus, aber digitale Gewalt und Feminismus an sich. Wir haben Barcamps gemacht, Publikationen. Wir haben eine Publikation hier, die ist übrigens für euch zum Mitnehmen. Die stelle ich euch gleich noch mal vor. Und wir sind immer noch ehrenamtlich unterwegs. Wir haben keine
gute Finanzierung. Das macht uns auch durchaus ein bisschen anders als die Akteure von Superlab, die eine Finanzierung haben. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch zum Beispiel über Spenden oder auch, wie gesagt, über weitere Unterstützung. Wir haben diese Publikation gemacht 2020, wenn KI dann feministisch. Und das, ich habe mir diese Präsentation von 2020 reingepfiffen und dachte, boah, was für eine alte Kamelle, eigentlich alles durch, aber eigentlich für die Zeit und für 2020 war das schon sehr innovativ, das Thema überhaupt mal auf die Agenda zu bringen. Also und so sollte man es vielleicht auch ein bisschen lesen. Also ihr seht, es geht über Überwachung, digitale Gewalt, algorithmische Entscheidungssysteme, auch die haben sich natürlich weiterentwickelt, und über Robotik. Genau, da geht es eigentlich nur noch mal die Frage, wer schreibt den Code und wie kann man den Code weiterschreiben. Was uns auch beschäftigt, sind feministische Zukünfte und wie können wir die schreiben. Ich glaube, das ist auch mit Superlab so ein bisschen was, wo wir wieder zusammenkommen, weil wir denken, wir müssen die Zukunft feministisch inklusiv beschreiben, und das gehört sozusagen auch zu unserem Portfolio. Genau, hier noch ein Zitat, wo es darum geht, das auch so ein bisschen für feministische Netzpolitik steht, nämlich eben, dass wenn wir nicht sagen, was wir uns darunter vorstellen unter feministischer Netzpolitik, dann werden andere das entscheiden. Das wird nicht besonders zu unserem Vorteil ausgelegt werden, so ein bisschen. Und deswegen möchten wir das aktiv gestalten. Ich gehe jetzt ein bisschen mit euch durch, was verstehen wir eigentlich darunter im Verein. Ich beziehe mich hier nochmal auf Francesca Schmitz Arbeit dazu, vielleicht noch mal kurz als Einführung. Wir haben Feminismus ist historisch betrachtet die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen, und mit queeren Theorien und Intersektionalitätstheorien wird es eher ein Doing Gender und als intersektional gedachtes. Und das ist auch wichtig und richtig und ist uns auch wichtig, das so zu sehen. Das verflechtet sich mit verschiedenen Diskriminierungsformen. Und zum Beispiel Sexismus und Rassismus, zum Beispiel schwarze Frauen erleben, aber dazu gehört zum Beispiel auch Klassismus. Dazu gehören Faktoren, die wir auch nicht so sehen. Also wenn man sich fragt, okay, welche ist die von Armut betroffene Gruppe in Deutschland, dann sind das natürlich Frauen in einem bestimmten Alter, die alleinerziehend sind, die einen bestimmten Bildungshintergrund mitbringen. Und an sowas macht sich Intersektionalität natürlich auch sehr, sehr, sehr bemerkbar. Also wer ist von Armut am stärksten betroffen? Genau, es zu den Grundlagen der feministischen Digitalpolitik oder auch der feministischen Netzpolitik geht es Zugang zum Internet. Also wir haben so vier Unterkategorien. Die infrastrukturellen Unterschiede sind wichtig. Also für mich persönlich ist die Frage nach sozialer Ungleichheit extrem wichtig und die Fragen, wie diese sozialen Ungleichheiten auch besser gestaltet werden können im digitalen Raum. Es gibt den Zugang zu Geräten und den Digital Gap, der die sozioökonomischen Ungleichheiten noch verstärkt. Wir haben den Zugang zu Inhalten, also das Thema Netzneutralität. Dann diese Netzneutralität ist FeministInnen unbedingt wichtig, eben auch um eine bestimmte Chancengleichheit herzustellen oder sie auch deutlich zu machen. Dann ist natürlich diese Frage von Zensur im digitalen Raum wichtig, weil diese Einschränkung natürlich auch FeministInnen betrifft und die Sichtbarkeit von feministischen Inhalten begrenzen kann. So, dann sind wir beim Teil UrheberInnenrecht und Datenschutz. Also wir sehen, dass es natürlich eine faire Nutzung geben kann in dem Anspruch, auch bestimmte sozialen Ungleichheiten auszugleichen. Im Datenschutz ist es besonders wichtig, und das war jetzt beim Anfang, dass marginalisierten Gruppen, die sind einfach besonders exponiert, eben extrahiert zu werden über Daten. Und gerade Diebe sind besonders schutzbedürftig aus unserer Perspektive. Genau, jetzt kommen wir zur digitalen Öffentlichkeit. Da musste ich so ein bisschen lachen. Habermas hat ja selber auch verschnarcht, dass das Internet eine digitale Öffentlichkeit ist. Es ist, glaube ich, sehr spät erst gekommen, dass er das anerkannt hat, überhaupt als einen Teil der Öffentlichkeit. Ich glaube, letztes Jahr hat er eine Veröffentlichung dazu gemacht.
aber eigentlich ist das ganze Denken von Öffentlichkeit und das Austausch von Meinungen und so sehr an seine Ideen von linearen Medien geknüpft. Die feministische Kritik, seitdem er diese Theorie entwickelt hat, und das ist, glaube ich, schon 30 oder fast 40 Jahre alt, ist natürlich, dass er das immer als was sehr Männliches, sehr Heteronormatives und Cisnormatives markiert hat und dass Frauen und auch marginalisierten Gruppen kaum einen Raum da drin bekommen. Der digitale öffentliche Raum, können auch noch mal drüber sprechen, was das ist, ist ja halt nicht nur dieser Ort von diskursiven Verhandlungen, sondern auch einer mit digitaler Gewalt, Überwachung, Zensuren und bereits manifestierten Machtstrukturen, und die werden sozusagen verstärkt, und Teil feministischer Netzpolitik ist eben auch da, diesen Blick sehr gut drauf zu halten, eben mit dem Blick auf besonders vulnerable Gruppen. So, dann gibt es so Praxisbeispiele. Ich erinnere mich noch an erste Workshops, die wir gemacht haben, vielleicht 2014, und unter anderem Chris Köver, die ja dann später bei Netzpolitik.org, glaube ich, auch wirklich so einen feministischen Turn der Inhalte hinbekommen hat, erinnere ich mich, dass das Thema ist immer und zwar ständig und überall, egal wo wir hingegangen sind mit diesem, wir wollen eine feministische Netzpolitik machen, dann wir mussten erstmal über digitale Gewalterfahrungen sprechen. Und das hat irgendwie, glaube ich, die Idee, weiß ich noch damals von Francesca und mir, war natürlich nicht die ganze Zeit über digitale Gewalterfahrung zu sprechen, sondern zu sagen, okay, wie können wir das gestalten und wie können wir das ausfüllen. Aber es ist einfach stark damit verbunden, eben weil Gewalt auch so was Geschlechtsspezifisches ist. Und wir müssen das mit aufarbeiten. Also ich glaube, wir haben uns lange versucht, davon zu entziehen. Das war, glaube ich, auch nicht der richtige Weg, sondern eher zu sagen, wir müssen das mitgestalten. Zum Beispiel, wir haben gesprochen über das digitale Gewaltschutzgesetz und es gibt so einige andere Bemühungen, aber diese Gewalt ist sehr strukturell und sie trifft uns sehr hart. Und ja, ich möchte euch auch noch mal daran erinnern, ich habe hier mal gesprochen, vor 8 Jahren habe ich gesehen, und das ist schon sehr lange her. Aber unter dem YouTube-Kanal war dann ein Teppich von Hasskommentaren über mein Äußeres. Das hat mir nicht besonders gut gefallen und es hat sehr lange gedauert, bis die dann verschwanden. Und das zeigt mir auch so, das ist 8 Jahre her. Vielleicht würden wir das heute anders sehen und anders handeln. Aber dann eine Sensibilität dafür zu haben, gehört einfach dazu, zu dieser Bewältigung von digitaler Gewalt und auch der vielleicht Gestaltung davon. So, betroffene Gruppen. Hier unten seht ihr ein paar Zahlen. Ich empfehle euch den Talk von Anne Roth vom Kongress, der fasst alles gut zusammen und das ist der Status quo, glaube ich, zu dem Thema. Und wenn ihr jemals irgendwie einen Preis auslotet, gebt ihn ihr. Sie macht fantastische Arbeit und sie macht das wirklich sehr gut und sehr lang und sie bleibt da dran. Das ist beeindruckend, trotz aller anderen Umstände, die sie vielleicht trotzdem noch hat. Genau, also, ach, wir sind noch Überwachung, das hatte ich schon gesagt, ich springe nochmal durch. Zum Schluss, wir brauchen eine feministische Digitalpolitik, eben weil es nicht nur der 8. März ist, sondern bitte immer sowieso Diskriminierung, Technologie nicht neutral ist und auch keine, die Technologie alleine nie die gesellschaftlichen Probleme löst und wir grundlegende Macht- und Gewaltstrukturen aber sonst beibehalten, wenn wir sie nicht gestalten oder uns nicht da kritisch einbringen. Genau, dann wollte ich euch noch abschließen. Feministische Netzpolitik ist auch was Differenziertes. Zum Beispiel in Ressourcen und in Denkansätzen. Ich habe jetzt über Superlab gesprochen, die haben zum Beispiel was gemacht zur Content-Moderation. Und was total interessant ist, so, die haben sich total eingesetzt für diese Content-ModeratorInnen und ihre Rechte. Und der Zustand ist auch nicht besonders gut, das möchte ich auch noch mal sagen. Und haben auch eine Anhörung bekommen. Und aber interessant ist dann zu sagen, also ich würde zum Beispiel sagen, ja, das ist total wichtig, aber gleichzeitig gibt es ja Plattformen, Plattform-Governance und auch Plattformsysteme, die sind so gestrickt, dass sie sowas hervorbringen. Ja? Das heißt, so industrielle Moderationssysteme wie auf großen Plattformen, die bringen natürlich solche sozialen Probleme hervor. Würden wir Plattformen vielleicht mehr Community-basiert gestalten oder nach anderen Content-Moderationssystemen, dann hätten wir vielleicht immer noch bestimmte In- und Exklusionsprobleme, wie zum Beispiel bei der Wikipedia, da gibt es auch ein Gender Gap, aber er wäre anders anzugehen und anders zu bearbeiten. Und das ist so ein bisschen diese Frage, da kann man natürlich sagen, okay, man muss der Content-Moderation irgendwie
bessere Arbeitsbedingungen geben oder man kann irgendwie auch sagen, okay, vielleicht müssen wir auch nochmal Plattformen und die Art und Weise, wie Plattformen strukturiert, zum Beispiel Care-Arbeit und unseren kommunikativen Dreck, den wir da so haben und wer den dann wie wegräumt, vielleicht müssen wir da nochmal anders drüber nachdenken und das wäre, glaube ich, eher so unser Ansatz, nochmal an die Strukturen zu gehen und da einfach kritisch zu hinterfragen, okay, und wie könnte das besser laufen in dem Sinne einer Gestaltung. Also das ist sozusagen ein bisschen diese Variante. Es gibt diese Care- und Hausarbeit und irgendwie müssen wir sie besser gestalten oder wir müssen darüber nachdenken, Care-Arbeit insgesamt gesamtgesellschaftlich anders umzugestalten und zu strukturieren. Das war's von meiner Seite. Hanna, hast du noch was? Genau, noch eine Einladung, diese Publikationen gerne mitzunehmen. Die sind gedruckt, die BPB hat es bezahlt, glaube ich. Landeszentrale von Berlin hat es bezahlt, also nehmt sie gerne mit. Und wir freuen uns über Fragen, Feedback, aber auch über Beteiligung. Herzlichen Dank. Jetzt noch Fragen. Ach so. Ja, wenn es noch. Genau, gibt es Fragen aus dem Publikum? Okay, wenn nicht, dann auch... Da hinten, ach so, an der Bar. Doch, da hinten, okay. Ich wollte bestimmt fragen, ob ich noch ein kaltes Bier haben will. Ja, das gibt es dann auch. Danke für den Vortrag, war sehr interessant. Ich möchte so ein Cider. Und wichtiges Thema, finde ich. Ich war nur neugierig, ihr als Verein, also ihr sucht ja nach Ressourcen auch, was ist was, was ihr gerne machen würdet, also wo ihr gerne mehr investieren würdet von eurer Zeit, was wäre so ein Thema? Also zum Beispiel, wir sind ja hier ehrenamtlich, diese Sache, die ich angerissen habe mit der Content-Moderation, das war eine Anhörung im Bundestag, dafür bräuchte man Zeit, dafür muss man angefragt werden, wir labern, wie die meisten Strukturen hier auch, sind halt selbstverwaltet und wir bräuchten dringend mal jemanden, der sozusagen ein bisschen aufräumt und uns hilft zu koordinieren und so ein bisschen uns begleitet, in den Prozess voranzukommen. Also eigentlich jemand, der das bezahlt macht. Ja, super. Wo kann man an euch spenden? Ja, Baufnetzformer gibt es auf der Website auch eine Bankverbindung und auch ganz vielen Dank. Super, ja. Ja. Noch weitere Fragen? Wir freuen uns, wie gesagt, wenn ihr an uns denkt, wenn es um Feminismus geht. Dann, ich denke, das ist wichtig, dass wir vielfältig sind. Also das soll überhaupt Superlab und die Arbeit gar nicht diskreditieren, aber zu sagen, es gibt viele verschiedene Ansätze, feministisch vielleicht auf Netzpolitik einzuwirken. So, da. Okay. Ja, eine Frage zu zweit. As far as I understood, die Dynamik bei euch würde uns interessieren. Also ihr steht als Verein da oder? Wir sind eigentlich so ein bisschen so eine Zwiebelschalengruppe. Mhm. Das heißt, es gibt so einen Kern von vielleicht 6, 7, die Hauptarbeit machen. Und drumherum, was meinst du, sind nochmal 40 Mitglieder? Aber die Hauptarbeit ist so bei diesem Kernteam und dann schält sich das sozusagen ein bisschen auf. Und wir haben auch leider viele Mitglieder, muss man einfach sagen, an den Bundestag politische Institutionen verloren, als auch an typische ehrenamtliche Probleme, die vor allen Dingen Frauen mit Kindern betrifft, die dann irgendwann aussteigen. Also das ist auch ein Anliegen zum Beispiel, das irgendwie besser zu stabilisieren und strukturiert einzubringen. Bedrückt halten, weil ihr ja Vollzeit Volunteers seid dann, oder? Weil ihr keine Förderung habt. Wir Vollzeit machen wir alle andere Arbeit. Ja, also wir, die meisten von uns arbeiten im NGO-Feld und würde ich sagen, oder in der Wissenschaft und machen das sozusagen nebenher. Dann vielen Dank. Achso, noch eine Frage. Okay, dann letzte Frage. Ja, danke erstmal für den Vortrag. Eine Frage, wie bringt ihr eure eher theoretische Arbeit in die Praxis, also in die Carework-Praxis? Habt ihr da Kooperationen oder...
Ah, das wäre richtig geil. Ich bin totaler Fan von Stipendien für Reinigungskräfte und Babysitting-Jobs. Das haben andere, also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Die Grünen haben damit angefangen. Ich weiß schon, also dass immer, wenn man möchte, dass bestimmte Frauen, die sehr eingebunden sind, auch ehrenamtlich weiter tätig sind, dann sind das so Instrumente. Aber ach, dafür haben wir auch kein Geld, würde ich sagen. Also, aber da, ich habe glücklicherweise zum Beispiel andere Engagements, die das unterstützen, wie zum Beispiel Wikimedia Deutschland. Ja, also muss man einfach sagen, je spendenkräftiger das ist, desto mehr achten meistens Vereine auch darauf, dass das möglich ist. Aber finde, man kann ein Bundesprogramm dafür aussetzen, gar kein Problem. Und das soll ja auch nicht nur für jetzt Frauen oder Frauensternchen oder Flinters sein, sondern vielleicht auch für Eltern allgemein. Hast du noch was? Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass wir in meiner Elternzeit ein Dossier rausgegeben haben zu Care und Digitalisierung, was auch eben auch solche Fragen aufgreift rund um Care-Weit, was ja jetzt auch bei der Republika dieses Jahr im Zentrum stehen wird. Genau, das hat uns auf jeden Fall auch schon viel beschäftigt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Christina Nina. Auf jeden Fall, wir haben zum Thema digitale Gewalt auch einen NPA, einen Themenabend nochmal auf dem Blog und auch wenn ich da längst nicht bei der DGGS gearbeitet habe, auf jeden Fall Entschuldigung von uns für diesen lange nicht gelöschten Kommentar. Wir haben mittlerweile die Kommentare abgeschaltet.